Huckst du auf den Obstbaum auf, machst eine Amsel. Passt. Muss warten, bis das Meißel kommt. Die Chinesen, die haben gleich gesagt, was für Material, was für Material. Wir wollen das fälschen. Ich sage, nein, bleibt in Bayern. Hallo, ich bin's wieder, die Steffi von Wiesengaudi TV und ich stehe hier zwischen und Tobi und der Horst. Und die beiden haben hier was ganz Traditionelles auf der Wiesn. Erzählt mal, Jungs, was macht ihr da den ganzen Tag? Ja, wir pfeifen mit den Vogelpfeiferl, die sind die schon her. Die legst auf Zungen auf. Zungenspitzel auf den Gaumen und sagst du Schule, Schuster, Schneider, Ziegenbock. Nur verzeihen wir heute ein paar Witze, machen wir richtig Gaudi. Das halt so passt. Das schaut auf jeden Fall leicht aus. Hat man einen Vorteil, wenn man einen Lispel-Zungenschlagfehler hat? Ja, hat man einen Vorteil. Und zwar der Lispel, der geht dann weg dann durch das Vogelpfeifer, weil die Stimmbänder werden richtig durchblutet. Ein Pferdl zum Beispiel, du musst dich sehr anstrengen. Ein Schmutzfink, ein Dreckfink. Die haben total Übung. Ich sehe schon, wie lange macht ihr denn das? Du, ja, wir machen das mal. Ich mache es eigentlich schon sagen, mit 3 Jahren, gell? Also Ditze raus, Pfeifel nein. Ditze raus, Pfeifel nein. Ich glaube, außerhalb Bayerns versteht das auch kein Mensch, was der gerade gesagt hat. Jetzt probierst du es einmal du, schau her. Ich soll es probieren. Spezial Pfeifel, da brauchst du keine Angst, da sind alle okay. Melodien drauf. Okay, also jetzt Zunge raus. Zunge raus, Urbi et Orbi, Amen. So, mit dem Zungenspitzel an Gaumen auf. Ja. Ja, an Gaumen. Ja. Und dann sagst du Schule. Schule. Fester, funktioniert. Fest. Nein. Fest. Da her. Ja. Zungerspitzel. Und mit dem Zungerspitzel an Gaumen auf. Siehst du das? Ja. Hinter die Zähne. Und dann bloß hier. Schule. Super. Speitzer bis daher, aber ich mache nicht. Ja, hast du heute schon Dusch oder hast du noch nicht Dusch? Weil sonst dusche ich dich jetzt. Ja, ich bin schon Dusch, dankeschön. Er ist schon, schau mal. Ja, genau. Also so schaut es quasi aus, wenn sich die Steffi für Wiesengaudi zum Horst macht. Das stimmt aber nicht, weil der Horst steht nämlich neben mir. Jetzt erzähl mir mal etwas aus deinem reichhaltigen Pfeif-Erfahrungsfundus an Geschichten. Was passiert hier so Lustiges den ganzen Tag? Ja, da kommen wir jeden Tag gleich her und die probieren es halt. Den meisten fällt es raus. Und warum? Weil die mit dem Spitzel, mit der Zunge, nicht nauftan am Gaumen. So. Immer nauftan am Gaumen. Und wenn du das nicht mehr zusammenbringst, nimmst du daheim einen Uhu, einen Patex oder einen Reisnagel. Nach oben, groß schon pfeifen. Das ist total verrückt. Aber ja. Was macht man? Kann aber nicht gleichzeitig sprechen und pfeifen so richtig, oder? Ja, doch, geht schon. Du legst das ein bisschen auf Seiten, dann geht's schon. Was habe ich denn jetzt davon, wenn ich sowas gut kann? Ja, da kannst du eine Frau, wenn du eine Frau, also du wärst ein Musel und keine Frau, oder? Wahrscheinlich nehme ich an, oder? War ja nicht, gell? Das weiß man ja heute. Nein, ja, völlig richtig. Schau her, dann machst du es so, huckst dir auf den Obstbaum auf, machst eine Amsel. Passt. Bloß warten, bis das Meißel kommt. Und schon hast du nicht, gell? Und am Ende des Tages hat man auch noch einen Tinnitus. Umsonst quasi. Ja? So. Aber es ist tatsächlich relativ schwer. Also, ich glaube, ich bin eher so eine halb veränderte Amsel, die aus dem Nest gefallen ist. Nee, eher so halb. Halb. Ja, besser wäre eine blöde Amsel, oder? Nein. Danke sehr. Wie kommt man denn auf die Idee, auf der Wiesn Vogelpfeifer zu verschachern? Wieso macht ihr das? Folgendes, die Leute zu belustigen. Die kommen her auf der Wiesn, sind recht traurig. Und bei mir, wenn sie da stehen oder gehen sie weg, dann fahren sie lachen. Weißt du eigentlich, wer das erfunden hat, das Pfeifer? König Ludwig. Nein, das Pfeifer hat ein Berliner Felix Schimper, hat er geheißen. Felix Schimper. In Berlin. Und der Berliner hat mir gedacht, ich komme das nach München, aber der Berliner hat nicht pfeifen können. Dann ist der Bayer genommen ins Maul rein, hat pfiffen. Darum verstehen sie mir so gut, Berliner und die Bayern. Der Berliner muss hier die Gaudi nach München bringen. Das ist aber auch nicht richtig, oder?
Ja, er hat es halt nicht gebracht. Also der Münchner hat es ja dann gebracht. Ja. Der hat es dann auch vermarktet. Der Berliner war halt doch ein bisschen zu blättert. So, also, sagen wir mal so. Was macht ihr denn außerhalb von der Wiesn? Wo wird da gepfiffen? Da wird nicht gepfiffen. Da wird gearbeitet. Was Anständiges? Ja, natürlich, natürlich. Was machst jetzt du, Tobi? Wir verkaufen Autos, wir reparieren Autos. Ja. Wir haben eine Werkstatt, wir verkaufen auch Reifen, mit Luft und ohne Luft. Bitte mit. Bitte mit Luft. Genau. Nein, du wirst ja, normal musst du ja was arbeiten. Gell? Und das ist unser Urlaub, unsere Freizeit und das machen wir da. Aber ein bisschen was verdient du schon, oder? Ja, aber nicht viel. Was kostet so ein Pfeiferl? So ein Pfeiferl, die kostet 3 Euro, 2 Stück in einem Backel drin. Und wie lange hebt das? Handarbeit, ein Leben lang, wenn du das nicht benutzt. Wenn man es nicht benutzt. Die stellen ja dieselbe her, die Pfeifer. Es sind 3 Teile. Früher war das ein Pappendeckel und jetzt ist das ein Wachspapier hinten. Mhm. Ein Metallring, der ist jetzt ein Gold, das sieht man ja, ein Gold. Ne? Und die Membrane war früher ein Darm vom Ochsen, von den Goldschlägern. Oh. Die Goldschläger ist ein Beruf. Mhm. In Schwabach bei Nürnberg. Mhm. Die schlagen das Gold so lang, bis das Blattgold ist. Und der Beruf stirbt weg. Und jetzt haben wir eine medizinische Membrane, da werden sogar Herzklappen gemacht, musst du dir vorstellen. Sehr hochsteril und das auf der Wiesn. Jawohl. Und so haben die Leute mehr Freude, die Membrane heute länger und die haben mehr dran an so einem Vogelbeifall. Okay. Ist doch schön. Wir stellen die alle selber her. Wir schicken sie auf die ganze Welt. China, Spanien, Peking, alles. Wir stellen die selber her in Zorneding. Zorneding, die Weltstadt mit Herz, also kurz vor Minga, gell? Grüße nach Zorneding an dieser Stelle. Natürlich, wir integrieren ja ganz Bayern. Ganz klar. So. Welche Nation pfeift am besten? Welche Nation pfeift am besten? Ja, da möchte ich schon sagen, die Münchner wahrscheinlich. Gell? Weil gelernt ist gelernt. Gelernt ist gelernt. Gell? Ich finde, ihr müsstet mal so eine Art Ranking machen, welche Nation am besten pfeift. Also es würde mich ja wirklich interessieren, weil klar, dass der Münchner um Längen vorne liegt, das steht ja außer Frage. Also wenn wir den Münchner wegtieren, wer ist denn dann? Ja, dann kommt schon der Italiener eigentlich. Eigentlich schon, ja. Italiener. Also in Spanien dann. In China war ich in Peking, im Platz des Friedens war ich dort. Und die Chinesen, die haben gleich gesagt, was für Material. Wir wollen das fälschen. Ich sage, nein, bleibt in Bayern. Das Patent liegt in Bayern. Ja, so ist. Jawohl. Ja, und damit würde ich auch schon wieder sagen, vielen Dank für das nette Interview. Und jetzt pfeift sie mir beide bitte nochmal den bayerischen Defiliermarsch. Könnt ihr das? Das wäre ja super. Ich kann ja leider gar nicht singen. Außerdem ist meine Stimme komplett geschädigt. Das will auch keiner hören. Also ich möchte einfach von euch beiden einen bayerischen Marsch. Geht sowas? Was Traditionelles. Ja. Ja, traditionell, da jetzt sagen, in München steht ein Hofbräuhaus. Ja, bitteschön. In München steht ein Hofbräuhaus. Gut. Vielen Dank, Tobi und Horst. Ich bin jetzt mal ganz unauffällig raus, weil hier geht schon wieder die Verhandlung weiter. Ich behalte den jetzt mal dreist. Merci.